willkommen zu den Gravities. Wir haben uns gedacht, wir machen heute mal einen schönen Fernsehnachmittag. Wir konnten uns nur leider nicht entscheiden, ob wir das mit dem Apple TV 3 oder dem ganz neuen Apple TV 4 machen wollen. Darum haben wir sie einfach beide besorgt und wollen uns heute mal anschauen, welches Gerät denn den besseren Dienst verrichtet. Dann würde ich mal mit dem Apple TV 3 anfangen. Das kommt hier in dieser sehr schönen Verpackung. Da ist es auch direkt. Das wäre dann einmal das Gerät, sehr schön klein. Einmal das Dreier und natürlich auch mit einer Fernbedienung. Stromkabel ist natürlich auch drin, das lasse ich jetzt noch nur in der Packung. Dann haben wir das neue Apple TV 4, da sieht man schon die Verpackung ein bisschen größer. Hier haben wir dann auch das neue Apple TV, da sieht man schon, das ist ein bisschen dicker als das alte Dreier. Und hier natürlich drin der Hauptunterschied zum Vorgänger, die neue Siri Remote. Stromkabel ist natürlich auch drin, aber der große Unterschied hier, wir kriegen auch ein Lightning-Kabel zum Aufladen von der Siri Remote. Wichtig zu wissen, bei beiden Apple TVs findet ihr kein HDMI-Kabel in der Verpackung. Deshalb haben wir uns schon mal ein HDMI-Kabel besorgt, damit ihr also nicht zu Hause dann in große Enttäuschung verfallt, weil ihr das Apple TV nicht anschließen könnt. Ansonsten kommt das Apple TV 4 in zwei verschiedenen Speichergrößen, 32 oder 64 GB. Je nachdem, welchen App-Konsum ihr habt, könnt ihr euch da also nochmal entscheiden, welche Größe für euch die richtige ist. Dann würde ich jetzt euch nochmal kurz die Unterschiede bei den Anschlüssen zeigen. Und zwar habt ihr bei beiden Geräten einmal den Stromanschluss, einmal HDMI und einmal Netzwerk, wenn das WLAN nicht so gut zu Hause bei euch ist. Unterschied beim Apple TV 3 ist noch, ihr habt hier auch noch einen Toslink-Anschluss für eine Stereoanlage, braucht man aber eigentlich fast nicht mehr heute. Und beide haben einen USB-Wartungsport, den braucht man aber eigentlich auch nie. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt noch einmal die Unterschiede bei der Benutzeroberfläche an. So, jetzt sind wir hier im Menü vom Apple TV 3 drin. Wie ihr seht, es gibt eine ganze Reihe an Apps, die da schon vorinstalliert sind. Allerdings habt ihr hier keinen Einfluss darauf, wie diese Zusammenstellung ist. Das wird zentral von Apple eingespielt. Selbiges trifft auch auf das Design der jeweiligen Apps zu. Also auch da wird von Apple zentral sozusagen das Interface gesteuert. Und ihr habt da keinen Einfluss und auch die Hersteller der Apps haben keinen Einfluss darauf, wie das aussieht. Genau, und als zweite große Funktion hat das Apple TV eben die Möglichkeit von AirPlay. Das heißt, ich kann mein iPhone oder auch iPad komplett auf das Apple TV spiegeln. Zack, und dann habe ich das komplette Bild vom iPhone. Kann so natürlich auch meine Fotos teilen oder auch meine Videos, die ich auf dem Gerät jeweils habe. So, dann schauen wir uns jetzt hier mal im Direktvergleich das Menü vom Apple TV 4 an. Wie ihr hier seht, die Apps sehen erst einmal in der Oberfläche ähnlich aus, aber das Gute hier über den App Store, der jetzt auf dem Apple TV verfügbar ist, könnt ihr eben auch selber entscheiden, welche Apps ihr tatsächlich in dem Menü drin haben wollt. Da gibt es dann natürlich auch alle möglichen verschiedenen Apps, also nicht nur Video, sondern eben auch Musik und Spiele jetzt auch ganz neu. Und die Apps selber sehen eben auch alle unterschiedlich aus, dann wenn man in deren Menüs drin ist. Die Remote ist auch ein bisschen schöner als beim Apple TV 3. Jetzt haben wir hier auch oben so eine Touchfläche wie auf dem iPhone. Ich kann den Fernseher lauter, leiser machen, direkt über die Fernbedienung. Und wir haben natürlich auch Siri drin und die lassen wir jetzt einfach mal was für uns suchen. Zeige mir Zeichentrickfilme. Und dann kriegen wir gleich ein Angebot von Filmen aus der iTunes Library oder von gängigen Anbietern wie Netflix oder WatchEver. So, das war's dann mit unserem Vergleich zwischen Apple TV 3 und Apple TV 4. Wir entscheiden uns jetzt mal für die neue Variante, nämlich das Apple TV 4 und zeigen euch im nächsten Video dann, wie ihr das Apple TV 4 einrichtet und auf welche Sachen ihr da besonders achten solltet.